Aufnahme. So, willkommen zu dieser Blitz-Session. Ich hoffe mal, ich kriege das mit dem Mikro so einigermaßen hin. Ich verstehe nicht, warum die alle auf E4 schlagen. Was soll das für einen Sinn ergeben? Und dann Dame H4 Schach drohen und hoffen, dass ich drauf reinfall? Genau wie F6, den Bauern zu decken. Obwohl Springer, Bauer, Dame H5 Schach, ja. Springer schlägt, Bauer schlägt, Dame H5 Schach, dann... Ach, was. Andererseits, wenn man hier nicht jetzt den Hebel ansetzt, dann bereut man es. Sherry, Sherry, Lady, Yabadabadu. Hören Sie heute in der neuesten Rubrik die schönsten Motorräder der Welt. Er erkannte die Motorräder an ihren Motorgeräuschen. Ich könnte mir vorstellen, selbst wenn ich... Ja, ich habe... Ist ja Materialgleichheit. Er hat hier die Bauernfransen. Dame Schach dorthin. Also wenn ich jetzt nicht das Dame Schach gebe, zieht er Dame E8. Dame schlägt Schach. Ich befürchte, ich muss das machen. Ich entwickle mich erstmal. Und das ist jetzt das Problem. Ich habe so Probleme damit, Probleme zu haben. Okay, what can we do? We can give it Bishop check. Ich springe A4, ziehe. Ach, dann könnte er danach aber ihn schlagen. Also, wenn er B5 schlägt, ist er natürlich matt, aber... Läuferschach, König zur Seite, Springerschach. Ich greife mal die Dame an. Hat er irgendwo einen Schach? Ich glaube, ich kann hier einfach so viel Material rausziehen, dass ich den gar nicht matt setzen muss. Ach, das war jetzt überraschend. Die Dame ist strunzdämlich dem König in den Weg gegangen. Ich hätte natürlich matt sitzen können. Das war jetzt so überraschend, dass ich das gar nicht gesehen habe. Läufer D5. Meine Güte, man sieht, ich bin noch nicht wach. Läufer D5 matt, für Lippo zu schwer. Er kann nur noch dazwischen ziehen und dann ist er eh matt. War gut, ja dann. Die Partie ist jetzt aber wirklich so schlecht gewesen. Ich frage mich, warum man sich da überhaupt ärgert, wenn man verliert. Oh, das ist so grausam. Ich habe die Partie verloren. Das kann doch nicht sein. Der Lippo, dieses Arschloch. Was spielt er für Eröffnung? Ja, und jetzt zieht er doch den und muss leider grausam ins Matt gesetzt werden. Zack. Ich hoffe wirklich mal, dass dieser Popschutz in diesem Jahrhundert noch ankommt. Das ist doch kein Zustand hier. Meine Güte. Das Problem ist nämlich mein Gekröche, wenn ich spreche. Das Problem ist nämlich, dass das Sieb hier dummerweise so groß ist. Das ist so groß, ja auch nicht so. Ja, ich will jetzt keine Maßeinheiten nennen hier. Was Sieb ist so groß? Wollen Sie wissen, wie groß? Ja, sage es in Zentimetern, dann muss ich wissen. D6. Das Problem dabei ist einfach, dass ich das Mikro links neben mir stehen habe. Deswegen bin ich mal weiter vom Mikro weg und mal näher ran. Und das ist irgendwie nicht so toll. Was übrigens auch nicht so toll wäre, wenn ich Läufer E6 ziehen würde. Wegen D4 greift den Läufer an, DD und danach D5. Also Läufer E6 wäre eine schöne Möglichkeit, die Partie jetzt wegzuschmeißen. Ich ziehe aber den Läufer weg. Mit der Logik auf D4 E4 zu auf D4 E4 ziehen zu können. Mal schauen, ja, er hat jetzt den Plan gefasst, B4 zu ziehen. Das gefällt mir noch nicht. Ich ziehe den bei E8 nach G6.
Er will unbedingt seinen B4 spielen. Und, wow, vielleicht bringt es ja tatsächlich was. Man weiß es nicht. Ich will den Bauern gedeckt haben. Und jetzt muss ich nicht unbedingt darauf reagieren. Sonst hätte ich darauf reagieren müssen. F4. F4, F4, Läufer F4. E4. E4, Springer E4. D4. D5. Ich spiele mal C6. Ach ja. Dame C2. Was kann ich denn jetzt? Wie wär's mit Dame E7? Das bringt die. Na, das ist aber scheiße, weil der Läufer dann irgendwann hängt. Ich zieh den Läufer lieber weg. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass hier ein Turm auftauchen könnte. Auf B1. Ja, tut er auch schon. Wenn ich dann die Dame wegziehe, dass der bedauernd hängt. Was, wenn ich auf B4 nehme? B4 nimmt. D4. D5. Nimmt, das ist alles so. Na, ich mach's aber trotzdem. Ich nehme den mit dem Springer. Wenn er hier nimmt, auf D5. Na, das ist das Blöde. Ich habe das Mikro so scheiße stehen. Ich will diesen Popschutz endlich haben. Warum bestelle ich mir den Popschutz im Internet, wenn das Ding nicht ankommt? Ich Ochs hätte ja mal gucken können, wie lange das dauert, bis der da ist. Das wäre eventuell kein Nachteil gewesen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Dann wäre FE auch gegangen, aber boah, dann wäre E-Springer im D4 gegangen. Mal schauen, ich zieh. Geht das jetzt? Ich könnte auch A4 einfach ziehen, obwohl da kommt B5 geht ja nicht. A4 macht auch diesen Bauern schwach auf Dauer. Wenn ich aber auf B4 nehme, er nimmt, verliere ich die A-Linie. Ich hoffe, dass ich das mit dem Bauern so lange hinauszögern kann, dass er verloren geht, dass ich irgendwo anders schon was hatte. Gut war der Zug nicht. Ich mag jetzt auch nicht den Gedanken, dass er hier nimmt. Und auf Läufer, Turm hängt dieser Bauer hier dauernd in der Kreide. Das ist auch ein Gedanke, den ich nicht so mag. Ich glaube kaum, dass ich darauf hoffen kann, dass der mal hängt. G5 wäre eine schöne Idee, die gefällt mir. G4, aber kommt E-Springer, D4. Das ist keine Lösung auf Dauer mit dem Sieb. Ich habe immer das Gefühl, ich würde zu weit wegstehen. Weil jetzt hier tatsächlich der Turm steht? Das ist ja super. Einen Applaus für meinen Gegner. Das hat er taktisch fantastisch gesehen. Ich glaube, das war schon gefährlich mit dem Turm. Ja, aufgegeben. Jetzt finde ich dummerweise mein T-Sieb aber auch nirgendwo. So zum normalen Quatschen, wenn ich irgendwas besprechen würde, podcastmäßig und so, wäre das machbar. Das Problem ist aber, dass ich auch nur das Brett sehen muss. Ich meine, ich hätte ja auch irgendwo ein T-Sieb. Dann hätte ich das T-Sieb versucht, irgendwie dran zu machen. Dass ich das irgendwie draufstecken kann. Aber ich finde dieses T-Sieb nicht. Ich habe das ja nie benutzt. Naja, weiter. Ich habe meine Brille wieder mitgenommen und habe die irgendwo hingetan. Das kann doch nicht sein. Mann. Vergessen Sie nicht, wenn Sie irgendwo hingehen, nehmen Sie unbedingt Ihre Brille mit. Egal, ob Sie die brauchen oder nicht. Ach, ich bin nicht gut in Spanisch. Da spiele ich lieber hier. Die neue C4-Variante, heute von Lippo erfunden. So, ich hoffe mal, ich kann einigermaßen an dem Teil hier vorbeigucken. Oh. Ja, diese, das ist ja ein, das ist ja ein Sieb. Und an dem Sieb, da sind ja so, wie so, sagen wir mal, wie so Ohren dran. Damit man das irgendwo auf den Topf legen kann oder sowas, dass sich da reinfällt. Die waren mir jetzt ein bisschen im Weg. Na, der war auch nicht so prickelnd. Jetzt sehen wir mal, bis der Dame D2.
Das, achso, das Schatz hat ja nicht wegen, war wohl H6, Läufer H4, dann könnte schon Springer E4 schlägt um die Ecke kommen. Das ist eine Spitzenkonstruktion hier, meine Güte. Mikrofone aus Fallout könnte das heißen. Besser mit der Dame nehmen. Ich habe jetzt hier. Ach, der will seinen schlechten Läufer loswerden. War egal, ich nehme. Das Problem ist beim Schachspielen, der Redefluss ist nicht so berauschend. Ich bedauere, rochieren zu müssen. Vielleicht war das gar nicht mal so gut, dieses C6, sondern sofort F5. Jetzt muss er schon irgendwie sich was einfallen lassen, F5 überhaupt durchzudrücken. Ich habe das Mikro, das, was das für eine Konstruktion hier ist. Eigentlich war der Ständer von dem Mikro, wo das draufsteht. Also fangen wir mal unten an. Der Ständer selbst das ist, oder ich fange mal doch da an. Das ist so ein Selfie-Stick, so ein günstiger. Das ist hier, der steht, wo da draufsteht, das war mal eine Lampe, so eine Art, ja, wie so eine Fernsehleuchtenlampe, irgendwie sowas. Und dann ist so ein dreibeiniges Stabteil, was ich entfernt hatte von der Lampe, und dann habe ich diesen Selfie-Stick da drauf gestellt. Und auf diesen Selfie-Stick habe ich jetzt, da habe ich jetzt dieses Mikro reingemacht oben. Ah. Springer G4, ich mache mal Springer G4. Und vor dieses Mikro habe ich so ein halbkugelförmiges Sieb vorgemacht. Das Sieb habe ich oben mit einem Kabelbinder befestigt. Unten habe ich dieses Klettband dran gemacht, dieses Heimwerker-Klebeband. Aber es funktioniert. Erstaunt hat mich daran viel eher, was ist im Springer Schach? Springer schlägt. Ich meine erstmal Springer Schach. Springer schlägt, Turm schlägt. Ein Turmschlag wäre, glaube ich, besser gewesen, um das durchzudrücken. Springerschlag ist einfach nicht erzwingend genug. Auf Turmschlag wäre die ganze Sache erzwungen gewesen. Das war nicht so prickelnd. Habe ich irgendwas gewonnen? Bauern habe ich gewonnen. Bedauerlicherweise verfüge ich nicht über die Mittel von Schachs oder so. Das wäre jetzt aber schlecht. Na gut, ich habe einen Bauern gewonnen, aber das war doch forciert. Turmschach natürlich. Und dann muss er forciert nehmen. Und dann Turmschach. Und dann muss er forciert nehmen und Springerschach. Ich beschäftige mich dermaßen mit diesem Sieb hier, dass ich mich eigentlich weniger mit dem beschäftige, was auf dem Brett stattfindet. Das ist nicht so prickelnd. Mann. Nehmen wir den erstmal weg. Dann, 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 dann. Ist das alles nicht so prickelnd? Lippo, konzentrier dich auf die verdammten Partien und nicht auf irgendwelche Mikrofonständer. Es wäre zumindest eine Möglichkeit. Ah, du Idiot! Was, wenn ich Schach gebe? Dann hier Schach, das bringt mir nichts. Ich will Dame E3 ziehen mit der Idee, den Bauern zu schlagen. Wenn er ihn schlägt, deckt er den aber. Meine Güte, ist das schlecht. Hat er dann dieses Dauerschach hier? Dame hier Schach? Da wird ihn doch hoffentlich. Ah, das ist mir zu passiv. Zieh Leine. Ach, Dame Schach. Aber mir fehlt das Folge. Ja, das Schach und dann und dann und dann und dann. Mann, das stört mich noch daran, dass ich das nicht gesehen habe. Ich denke, habe wahrscheinlich gedacht, dass man darf niemals denken, alle Züge gehen. Oh, jetzt habe ich eine Spitzenkombination gesehen, da gehen alle Züge. Verdammter Mist. Herr Lipowski, Sie spielen ja so fantastisch. Perfekt abgelenkt. Der Gegner hätte mich nicht besser ablenken können, als ich mich selbst.
Das ist doch so schlecht, was ich hier mache. Was soll das denn? Das ist so schlecht. Schlechter geht's gar nicht. Das ist so unglaublich schlecht, 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 repeat, schlecht, 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 repeat. Das war so schlecht. Mein Gott. Einfach dieses verdammte Turmschach geben. Und ich denke in dieser Stellung, alles geht. Was ist das denn? 80% meiner Hirntätigkeit dreht sich um das Mikro? Da, man darf nicht denken, alles geht. Oh, ich habe eine tolle Kombination gefunden, alles geht. Das ist eben nicht der Fall. Turmschach, Turm schlägt F7 Schach, Turm schlägt F7 Schach, Dame schlägt, Springer schlägt, König schlägt, das wäre doch gegangen. Ich ziehe Springer schlägt mit der Idee, er nimmt ihn. Bin ich ja auch in Lila Lummerland? Das kann doch nicht sein. Ich fange ja auch schon zu denken, dass der Gegner... Ich denke schon die gegnerischen Züge mit. Das Problem ist, ich denke schlechte gegnerische Züge mit. Wie schlecht. Weiter. Mann, C4 hat sich als totaler Tonnentritt erwiesen, wenn ich mir ehrlich bin. Ich wollte eigentlich, E4, E6, C4 ziehen. Da spielt er C5. Das ist so ein Griff in die Mülltonne, der Zug. Dass einem schon schlecht wird. So, schlägt, schlägt, schlägt. Turm G8. Läufer H4. G5 schlägt, schlägt. Ich spiele über Läufer H4. Ach, ich bin so schlecht, bin ich. Wie schön, dass die Roller nicht nur so ein komisches Geräusch von sich geben, sondern dann noch so langsam sind, dass man dieses möglichst lange genießen kann. Ich weiß auch nicht, was ich mich dabei... Das ist heute... Heute ist kein guter Tag zum Schachspielen. Meine Güte, das ist alles so... Nasen. Berauschend ist es nicht. Gefallen tut es mir auch nicht. Das ist einfach nur schlecht, was ich momentan spiele. Und das muss mal langsam wieder weggehen. Die Scheiße Spielkretze möge jetzt wieder weichen. Mann, Mann. Auch Läufer H4. Was habe ich denn da erhofft? Was für Varianten ich schon überlegt? Da wird einem schlecht von. Läufer H4, G5, F6 schlägt, H4 schlägt, G7 schlägt. Was für eine schlechte Variante. Auf D5 kannst du ihn nicht nehmen, Thomas. It's pinned. Also Rochade. Entpinnen. Den scheiß Springer. Die Dame ist angegriffen. Ich bin doch so schlecht. Warum? Warum spiele ich so schlecht? Warum spiele ich so scheiße? Das macht doch gleich keinen Spaß mehr, wenn man so schlecht spielt. Mann. Vielleicht hätte ich mal den Ventilator anmachen sollen, damit da, keine Ahnung, meine, was auch immer in meinem Gehirn kühlt. Mach an! Meine Güte. Anda. Meine Fresse. Lippo, Lippo, krieg dich wieder ein. Spiel doch nicht hier immer Sonnenmist. Ich hoffe, mit der Kühlung im Nacken werden meine minder bemittelten Gehirnprozessoren jetzt genug gekühlt. Wieso will ich den nehmen? Was ist denn mit Turm E1? Was spielt er denn dann? Das ist nicht eine Variante, die ich überlege. Turm E1. Dame D6, C7. Dann schlage ich hier, ich schlage erstmal ihn. Zack. In der Hoffnung, dass er mit dem Springer schlägt. Dann Turm E1. Zack. Haust du mal ab hier? So wollte ich es dann ernst, so eine primitiven Damentausch-Gedönsklamotten hier an den Dach zu legen. Nein, Herr Lipowski, strengen Sie sich mal an. Ich denke, Sie wollen gewinnen. Springer B3, wenn er nimmt.
Schlage ich einfach die Dame. Der ist ja immer noch gefesselt. Herr Lipowski, wachen Sie doch bitte auf. Bitte, wake up, please. Er ist ja immer noch gepinnt. Trinken Sie den Schluck, sonst verdursten Sie doch sofort. Wissen Sie das denn nicht? Oh. Meine Güte. Ich hätte nicht gedacht, dass man in dieser Partie noch schlechter spielen kann als ich. Ist ja unglaublich. Gast, hast du nicht gesehen, gibt auf. Ja. Vermutlich braucht man bei manchen Spielern, müssen anscheinend mehrere Fehler nacheinander passieren. Bist doch so ein Beschwerdebrief. Der Garno-Designer Lipowski. Sie hätten noch mehr Material einstellen müssen, damit ich die Partie gewinne. Naja, ich will die Partie jetzt aber nicht hier rumanalysieren. Dafür sind die zu schlecht. Also ich muss ehrlich sagen, was mich am meisten stört an diesem Programm, das ist ein bisschen die sperrige Bedienung. Ich frage mich, warum muss man eigentlich die STRG-Taste bemühen, um irgendwelche Funktionen zu machen? Damit man nicht aus Versehen auf die Taste kommt? Gibt es Leute, die fummeln irgendwie total irrational mit ihren Flossen auf der Tastatur rum? Oh, ich bin aus Versehen auf Gedöns gekommen und habe aufgegeben. Deswegen muss man STRG und 0 drücken, um aufzugeben. Oder noch schlimmer, Vollbrett schließen. Alt, STRG und F. Warum muss ich 3 Tasten drücken, um das Vollbrett zu schließen? Damit das nicht aus Versehen passiert? Ich fummel doch nicht an der Tastatur rum, ich spiele mit der Maus. Da fange ich doch nicht an, auf der Tastatur rumzutippen oder rumzufummeln. Wie an der alten. E5 oder D4. D4 schlägt, Springer D4 schlägt, Springer E4. Springer E4 schlägt, das wäre wirklich möglich. Springer schlägt, Bauer vor. Spiel besser D3. Lalalalalalalala. Was mich erstaunt hat, ist die Tatsache, dass es tatsächlich dieses Sieb ausreicht, damit diese nicht erwünschten Effekte oder Nebeneffekte oder wie man das immer nennen will, zumindest, dass diese gedämpft werden. Läufer E3, Springer G4. Na, ich bin kein Freund von H3, aber ich hoffe mal, hier kann man es machen. Außerdem habe ich mich ja schon rochiert. Wenn der Gegner jetzt mit F5 oder sowas schon hätte, dann würde ich wohl eher nicht zu H3 greifen. Zu so einem Öhrchen. Bauer vor, er schlägt, ich schlag. Nein. Wenn ich nicht schlage, schlägt er hier. Wenn ich schlage, befreie ich seinen Läufer. Deswegen ziehe ich lieber weg. Er hat ja immer so einen schlechten Franzosenläufer. Er könnte natürlich einfach E5 ziehen. Naja, kann er nicht, dann schlage ich hier. Läufer G5. Springer schlägt, dann ist er gedeckt. Auf H6 muss ich dann schlagen, weil auf H6 Läufer H4. Was, wenn ich hier schlage? Er schlägt dort, ich schlag hier. Bauer schlägt, Dame schlägt, Turm schlägt. Ich darf nicht dauernd dem Damentausch ausweichen wollen. Das können sie doch nicht machen, egal was die Stellung hergibt. Sie dürfen die Damen nicht tauschen. Die Dame ist die wichtige Figur des Brettes. Die wird natürlich dankbar getauscht. Der Gegner überlegt und denkt und denkt und denkt. Zu meinem Bedauern muss ich leider feststellen, dass anscheinend ich heute ja so in Topform bin, dass dieses Denken bei mir ja nicht so stark ausgeprägt ist. Wenn ich den Bauern vorziehe, der Springer zieht hier hin, der Springer schlägt. Er schlägt hier, ich schlag, er schlägt. Das, boah, das könnte doch gehen für mich. Springer D5, Springer D5, Bauer D5, Läufer E7, Springer, ja, das geht nicht. Okay, hat er nämlich gerade die Felder genommen? Den tausche ich einfach nicht. Ich will nicht seinen Läufer loswerden. Dann schlägt er mit dem Springer, der kann doch schön nach D5, F5 gehen, der Läufer ist auch wieder befreit. Man darf ja seinen Gegner nicht stark spielen. Droh G4, aber das wird er wohl sehen.
Nach dem gerade gesehenen großen Rochade bin ich mir dessen aber nicht mehr so sicher. Ich glaube, das Problem ist manchmal, wenn man ja meint, man steht besser, man muss die Partie jetzt gewinnen und dann rinnt der Vorteil quasi durch die Finger und irgendwann kommt dann der große Einschlag. Was mache ich denn hier? G4? Was will er denn machen? Ach, er meint, er würde hängen auf G4. Das kann sein. G4, dann Springer E5 schlägt, Springer E5 schlägt, Springer hier hin. Ach, das ist seine Pointe. Das kann wirklich sein. Die Pointe ist G4, Springer B4. Dann zieht man Springer weg. Ich will den aber haben. Auf Springer B4 zieht der Springer eben weg. Oder König G2. Vielleicht geht sogar König G2. Er hat ja keine Figur, um die nochmal anzugreifen. Auf Turm schlägt, Springer schlägt, wirklich Springer B4. Obwohl er, ja gut, greift beide Figuren dann an. Wir warten uns die Hucke wund. Gucken, wenn ich so drüber gucke, dass dann funktioniert. Da Lippo muss einen langen Hals machen. Bequeme Sitzhaltung ist total überbewertet. Lippo muss auf Toilette, auch das ist total überbewertet. Ich kann jetzt natürlich in der Blitzpartie nicht auf die Toilette rennen. Springer D4, Bauer D4, Läufer D4. Dann hat er aber wieder Felder. Springer D4, Bauer D4, Turm D4. Läufer C5 wird zu kompliziert. Was, wenn man Springer einfach wegzieht? Springer H2. Zum Beispiel. Springer E1 zum Beispiel. Gefällt mir sogar noch besser. Springer E1. So, alles gedeckt, oder nicht? Springer schlägt, Springer schlägt. Springer Schach, Springer schlägt. Turm schlägt, dann schlage ich hier. Nehmen durfte ich natürlich. Ich glaube nicht, dass ich nehmen durfte. Springer schlägt, Bauer schlägt, Läufer schlägt, Springer F4. Das ist ja das Feld, was er wieder will. Und auf Turm schlägt, Läufer C5. Turm schlägt, Läufer, Bauer. Ja, dann hätte ich doch nehmen können, wäre doch gegangen. Das war mir jetzt aber zu kompliziert. Ich bin ja immer noch in so einer Hirntaubenphase, wo das Denken anscheinend total überbewertet ist. Herr Lipowski, Sie können doch nicht einfach anfangen zu denken während Ihrer Blitzpartie. Das wird übrigens die letzte, bevor ich jetzt endlich mal gleich meinen Arsch hebe und Essen koche. Was kann man denn da machen? Springer Schach. Springer schlägt, Läufer schlägt. Turm schlägt, schlag ich. Springer schlägt. Dann gibt er ja noch eine Figur. Springer dorthin. Läufer, hast du nicht gesehen, geht auch nicht. Läufer F3. Oh. Das könnte eventuell noch ein Trick sein. Springer Schach. König beiseite, Springer Schach. Wo König H1? Nee. Läufer F3, Springer Schach. König H1. Warum gibt er jetzt noch eine Figur? So ein Quatsch, natürlich schlage ich den. Ach, der Turm hängt. Herr Lipowski, das haben sie aber gut gemacht. Super geschlafen. Springer E1 hat sich als totaler Schuss in den Ofen erwiesen. Gott sei Dank hat es den Gegner zu viel Zeit gekostet. Was habe ich denn? Zwei Figuren für den Turm. Und immer noch den Drang zur Toilette zu rennen. Das ist natürlich sehr ungünstig. Das Problem ist, das mit 11 Sekunden zu gewinnen. Das Ganze geht ja immer noch auf Zeit. Das ist ja nicht hier einer der, sagen wir mal, irgendwann die Stellung abschätzt. So, jetzt schätzen wir die Stellung ab. Das kann nicht sein, dass wichtige Schachpartien auf Zeit gewonnen werden. Die Stellung wird abgeschätzt. Schwarz steht besser. Zack, gewonnen. So ist das natürlich nicht. Lippo ist immer noch in der Brabbelphase. Was mache ich denn jetzt hier? Mann, na, da, dass ihr Bauer hängt. Decke diese Bauern, aber nicht so beschissen. Retten sie das über die Zeit. Der Gegner fängt schon, gibt schon alles und fängt an rumzulagen wie die Seuche. Natürlich gerade jetzt. Tschach! Ja, das war zu viel für ihn.
ab und zu muss man einfach die Partien auf Zeit gewinnen. Das ist nun mal so. Ich hoffe mal, das ist einigermaßen was geworden hier. Will ja nicht rumjammern, wie bescheiden ich hier sitze. Ich glaube, ich habe vor kurzem aber auch mal nachgeguckt, da hatte ich gar nicht drauf geachtet. Da stand vom 12. Juli. Das Dumme ist, die aktualisieren sich ja immer. Da steht ja nicht, man nimmt ja das Gebot nicht an und dann steht da quasi, dann friert das ein und dann steht meinetwegen, man hat es am 7. Juli hat man es angenommen und dann steht da, kommt an vom 12. Juli bis zum 12. August irgendwie so um die Ecke. Das wird ja immer aktualisiert, das ist das Blöde. Aber egal, ich wollte ja nicht jammern. Tschüss, bis zum nächsten Mal.